Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medizin im Gespräch hier aus dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Heute beschäftigen wir uns mit der Krankheit Herzinsuffizienz, einer weit verbreiteten Krankheit mit geschätzt mehr als 10 Millionen Betroffenen in Europa. Herzinsuffizienz ist in Deutschland der häufigste Grund für eine stationäre Krankenhausaufnahme. Einer von 5 Menschen erkrankt in seinem Leben an Herzinsuffizienz. Mein Gesprächspartner ist heute Professor Dr. Karl Mischke. Er ist der Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 hier im Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Oldenburger. Ja, Herr Professor Dr. Mischke, heute unterhalten wir uns über die Herzinsuffizienz. Häufig wird es auch mit Herzschwäche übersetzt. Wie muss man sich so ein schwaches Herz vorstellen? Also wobei schwächelt das Herz dann genau? Das Herz ist für die gesamte Versorgung des Körpers mit Blut zuständig und arbeitet ähnlich wie ein Motor. Und wenn dann die Muskulatur des Herzens nicht mehr richtig arbeitet, kommt es dann zu einer Minderperfusion, Minderdurchblutung des Körpers mit Blut und dadurch entsteht dann die Herzschwäche. Man unterscheidet dabei einen linken Anteil des Herzens und einen rechten Anteil des Herzens und dementsprechend auch entweder eine Linksherzinsuffizienz, wo halt die linken Anteile nicht entsprechend das Blut austreiben können. Es kann Blut zurückgestaut werden und sich Wasser auf der Lunge ansammeln und auch Anteile des rechten Herzens, die Rechtsherzinsuffizienz. Bei der Rechtsherzinsuffizienz ist es so, dass es zu einem Rückstau von Blut kommt in den Bauchbereich und in die Extremitäten, in die Beine und dabei findet man typischerweise etwa auch eine Ansammlung von Flüssigkeit in den Unterschenkeln, im Bereich der Knöchel oder auch eine Globalinsuffizienz. Bei der Globalinsuffizienz kommt es halt zu einer Schwäche sowohl der linken als auch der rechten Herzanteile. Wie reagiert der gesamte Körper auf so eine verminderte Leistung des Herzens? Der Körper kann das bis zu einem gewissen Maß sogar relativ gut kompensieren. Das heißt, das Herz ist durchaus in der Lage, das Herzzeitvolumen, das heißt das Anteil von Blut, was pro Minute gepumpt wird, um den Faktor 5 zu steigern. Und hier ist es so, dass halt durch eine Steigerung der Herzfrequenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch durch die Ausschüttung von Hormonen, das kompensiert werden kann, sodass häufig halt die Beschwerden dann erst bei Belastung auftreten und in Ruhe noch keinerlei Beschwerden kommen. Irgendwann kommt man aber an einen Punkt, wo diese Kompensationsmechanismen dann nicht mehr funktionieren und die ersten Beschwerden auftreten. Was sind denn die Ursachen für eine Herzinsuffizienz? Die Ursachen sind sehr vielseitig, das heißt, viele verschiedene Erkrankungen, die halt diese Motorfunktion des Herzens einschränken, können zu einer Herzschwäche führen. Man unterscheidet dabei auf der einen Seite angeborene Ursachen, auf der anderen Seite erworbene Ursachen, die deutlich häufiger sind. Ursachen können etwa ein anhaltender hoher Blutdruck sein. Eine häufige Ursache ist auch die sogenannte ischämische Kardiomyopathie. Bei der ischämischen Kardiomyopathie kommt es zu einer Minderversorgung des Herzmuskels per se mit Blut durch die Herzkranzgefäße. Ursachen können Verengungen an den Herzkranzgefäßen sein oder auch ein Verschluss des Herzkranzgefäßes wie bei einem Herzinfarkt. Das ist im Prinzip dann die Maximalform, wo halt Herzmuskelgewebe zugrunde geht. Es entsteht eine Narbe und diese Narbe kann sich dann entsprechend nicht mehr richtig zusammenziehen und die Pumpkraft des Herzens ist entsprechend eingeschränkt. Was sind Risikofaktoren? Also wer ist besonders gefährdet? Insbesondere ältere Patienten haben erhöhtes Risiko, an Herzinsuffizienz zu erkranken. Weitere typische Risikofaktoren sind aber etwa auch ein hoher Blutdruck, Übergewicht, eine Zuckererkrankung, also der Diabetes mellitus, eine Niereninsuffizienz, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Das sind alles typische Risikofaktoren für die Entwicklung einer Herzschwäche. Wie macht sich die Herzinsuffizienz auch bemerkbar? Also unter welchen Symptomen leidet der Patient? Die Patienten können unter reduzierter Belastungsfähigkeit leiden. Es kann zur Luftnot kommen. Die Luftnot kann auch plötzlich in der Nacht auftreten. Es kann zum Anschwellen der Unterschenkel im Bereich der Knöchel kommen. Das Problem ist, dass diese Symptome relativ unspezifisch sind. Das heißt, viele andere Erkrankungen können ähnliche oder gleiche Symptome machen. Das heißt, auch eine Nierenschwäche, eine Niereninsuffizienz kann ähnliche Symptomatik machen. Eine Blutarmut kann zu ähnlichen Symptomen führen, sodass da halt eine weitere Untersuchung durch einen Arzt erforderlich ist.
Wenn man solche Symptome also hat, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Welche Diagnose stellt denn dann der Arzt? Also wie findet man die Ursachen für diese Herzinsuffizienz? Zum einen ist es so, dass der Arzt halt weitere Fragen stellt zu Vorerkrankungen, zu Risikofaktoren, also eine ausführliche Anamnese erhebt. Der zweite Punkt ist halt immer die körperliche Untersuchung. Das heißt, dass der Arzt auf das Herz hört, auf die Lunge hört und den Patienten untersucht. Ein EKG ist weiterhin ein Standard-Diagnostikum bei Patienten mit Verdacht auf Herzinsuffizienz. Und ganz, ganz wichtig ist dann immer die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Bei der Ultraschalluntersuchung kann ich zum einen die Diagnose bestätigen, zum anderen auch Informationen über den Ausmaß der Herzinsuffizienz sammeln und zum Teil auch schon zu der Ursache, zu der Genese der Herzinsuffizienz. Wenn ich da eine undichte Klappe, Herzklappe erkenne, weiß ich dann direkt, okay, das ist auch die Ursache oder kann die Ursache sein für die Herzschwäche. Das heißt, wenn es verschiedene Ursachen geben kann, gibt es mit Sicherheit auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Wie sehen die aus? Absolut. Man unterscheidet da zwischen der symptomatischen Therapie und der kausalen Therapie. Bei der kausalen Therapie versuche ich, an die Ursache heranzugehen und diese Ursache zu beheben. Beispiel etwa die ischämische Kardiomyopathie, wo es zu einer Verengung der Herzkranzgefäße kommt. Und hier kann ich durch eine Katheteruntersuchung diese Engstellen darstellen und gegebenenfalls eine Aufdehnung machen, um hier die Blutversorgung zu verbessern. Weiteres Beispiel für eine kausale Therapie ist etwa bei Patienten, die anhaltend einen langsamen Herzrhythmus haben, dass man hier einen Schrittmacher einsetzt, um einen normalen Herzrhythmus wieder zu erzielen und dadurch die Herzinsuffizienz behandelt. Patienten mit schnellen Herzrhythmusstörungen, wo dann zum Beispiel ein Kardioversionsschock durchgeführt wird oder aber auch eine Katheterverödung von schnellen Rhythmusstörungen durchgeführt wird. Bei der symptomatischen Therapie ist es so, dass diese im Wesentlichen auf medikamentöser Therapie beruht und die ist weitestgehend standardisiert, unabhängig von der Ursache der Herzinsuffizienz. Wir wollen gleich noch einmal genauer auf den Schrittmacher eingehen, machen vorher aber eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Gleich geht's weiter mit Medizin im Gespräch, bleiben Sie also dran. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Medizin im Gespräch, heute zum Thema Herzinsuffizienz. Herr Professor Dr. Mischke, wir haben gerade schon über eine Schrittmacherimplantation zur Behandlung der Herzschwäche gesprochen. Wie muss man sich diese Behandlung genau vorstellen? Also auf was muss sich der Patient da genau einstellen? Schrittmacherimplantation ist ein Standardeingriff. Der wird in der Regel in örtlicher Betäubung durchgeführt. Es werden halt Sonden in dem Herzkammer verankert und eine Batterie eingesetzt. Die Batterie hält im Schnitt etwa 10 Jahre und wird dann ausgetauscht. Die Sonden bleiben lebenslang im Körper. Bei Patienten, die unter einer Herzschwäche leiden, ist es so, dass einige dieser Patienten erhöhtes Risiko haben für bösartige Herzrhythmusstörungen. Und eine besondere Art von Schrittmacher, der sogenannte Defibrillator, kann diese Herzrhythmusstörungen erkennen und gegebenenfalls dann durch so eine Schockabgabe auch akut behandeln. Das heißt, einige Patienten profitieren davon, wenn man so einen Defibrillator einsetzt. Eine besondere Form eines Schrittmachers ist auch der sogenannte Dreikammer-Schrittmacher. Bei diesem Dreikammer-Schrittmacher ist es so, dass typischerweise 3 Elektroden eingesetzt wird. Das macht man bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz, die unter einem sogenannten Linksschenkelblock leiden. Beim Linksschenkelblock kommt es zu so einer Hula-Hoop-Bewegung des linken Ventrikels und durch diese zusätzliche 3. Sonde will man das Ganze wieder synchronisieren und diese Hula-Hoop-Bewegung reduzieren und die Patienten profitieren dann halt durch eine verbesserte Leistungsfähigkeit des Herzens. Sie haben gerade schon gesagt, reduzieren, das heißt ganz heilen kann man es nicht. Wie kann man denn aber trotzdem mit einem schwachen Herz leben? Also worauf sollte man achten? Muss man sich da schon, wie ja, ist es auch im Alltag dann? Zum einen ist es so, dass es wichtig ist, dass man halt schaut, dass die Medikamente, die vom Arzt verordnet werden, regelmäßig eingenommen werden. Des Weiteren ist immer ein Zusammenspiel zwischen Flüssigkeitszufuhr, Flüssigkeitsabnahme. Hier ist es so, dass das bei einigen Patienten mit dem Arzt auch besprochen wird, die Trinkmenge zu reduzieren. Patienten können das relativ leicht selber überprüfen, indem sie regelmäßig das Gewicht messen und wenn es dann starke Abweichungen gibt, das mit dem Arzt besprechen, die Trinkmenge oder die Medikamente entsprechend anzupassen.
Prinzipiell ist es so, dass Sport auch mit Herzschwäche möglich ist. Das sollte allerdings unbedingt vorher mit dem behandelnden Kardiologen abgesprochen werden. Bei einigen Formen der Herzschwächen ist in der Tat eine körperliche Schonung vonnöten. Bei vielen Formen der Herzschwächen ist aber eine sportliche Betätigung möglich. Die Möglichkeiten für eine Behandlung sind also vielfältig. Noch besser ist es ja aber, wenn es gar nicht erst dazu kommt. Was kann man denn tun, um ja ein gesundes, starkes Herz zu haben? Hier kann man einiges machen. Zum einen ist es so, dass man das Risiko für die Erkrankungen, die zu einer Herzschwäche führen, minimieren sollte. Und das ist in erster Linie halt die koronare Herzerkrankung, das ist der hohe Blutdruck. Das, was ich da machen kann, ist eine regelmäßige körperliche Betätigung. Empfohlen werden hier mindestens 30 Minuten, mindestens 5-mal pro Woche. Das ist immer leichter gesagt als getan. Deshalb ist es wichtig, auf die Motivation zu achten, dass man sich eine Sportart aussucht, die einem Spaß macht, die man mit Freunden oder Partner zusammen machen kann. Des Weiteren ist es so, dass die sportliche Betätigung auch Übergewicht, was bestehen kann, reduzieren kann oder im Übergewicht vorbeugen kann. Das heißt, man sollte darauf achten, dass kein Übergewicht entsteht. Des Weiteren sollte ein Blutdruck regelmäßig eingestellt sein. Wenn Bluthochdruck vorliegt, sollte eine entsprechend gute Einstellung erfolgen, um das Risiko für eine Herzschwäche zu minimieren. Ja, Professor Dr. Mischke, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen. Liebe Zuschauer, auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Einschalten. Das war eine neue Folge von Medizin im Gespräch. Die Sendungen finden Sie übrigens auch im Internet unter leopoldina.de. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.